Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Digimon Cyber Sloth 2 hier in Hacker's Memories. Und ja, wir sind hier wieder bei Mirai und jetzt stehen Sistermon Neu und Blanc hier. Warum auch immer. Du bist endlich da, hey, du hast wohl nicht damit gerechnet, uns hier zu treffen. Verstehe mich nicht falsch, das Studio macht sich dank dir richtig gut oder hat sich richtig gut gemacht. So gut, dass ich total begeistert war und etwas den Überblick verloren habe. Und sie hat den ganzen Bereich mit dem Studio in Trümmer gelegt. Und dann in winzige Stücke gehauen. Puh, tut mir leid, große Schwester. Keine Sorge, Blau. Es ist, wie es ist. Das Studio steht also erstmal hinten an, bis sie uns alle beruhigt haben. Na, und ich sind also in Kolumnen herumgezogen und haben dort Mirai getroffen. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt schmarotzen wir eine Weile hier. Es stellt sich heraus, dass du auch Mirai kennst und öfters herkommst. Es wäre aber langweilig, jetzt nur herumzusitzen, also wollten wir dir für deine Hilfe danken, indem wir dir helfen. Wenn du irgendwelche Fragen zu Digimon oder Digimon-Kämpfen hast, dann frag uns einfach. Okay. Gut, dann erzählen wir dir mal was über Kameradschaft. Du kannst auf verschiedene Arten Kamm mit deinen Digimon aufbauen. Zum Beispiel, indem du sie in deinem Kampfteam aufstellst. Reserve reicht nicht. Du kannst außerdem Digimon in der Digifarm füttern oder über Digiline mit ihnen reden. Auf jeden Fall musst du eure Beziehung ernst nehmen. So fühlst du dich jetzt schlauer, wann immer du Fragen hast, kannst du mit Sistermon-Schwestern reden, deine Lieblingspredigerin. Okay, und du? Jetzt erklären wir dir, wie die Persönlichkeit das Ergebnis von Entwicklung oder Ermitteln ändert. Die Persönlichkeiten aller deiner Digimon in der Digifarm können beeinflussen, wie Entwicklung und Ermittlung verlaufen. Davon hängt ab, welches Item du entwickeln willst oder so. Sammle also mal ein paar Digimon mit der gleichen Persönlichkeit und schau, was dann für Items auftauchen. Entwicklerpersönlichkeiten beeinflussen das Item und sorgen dafür, dass es schneller geht. Ist das nicht so? Oder ist das nicht toll? Gleiches gilt für Ermittlungen, die Persönlichkeiten in der Digifarm beeinflussen, welche Art Fälle du kriegst. Und Sucher beeinflussen das Ergebnis und beschleunigen den Vorgang. Wie praktisch. So, fühlst du dich jetzt schlauer? Ah, nee. Wozu die da genau sonst noch sind, keine Ahnung. Ich hätte jetzt lieber ein Training-Ding erwartet, aber nö. Huch, so ein trauriges Gesicht, hast du dich verlaufen? Ja, wieder mal. Im Kaffee in Nakano murmelt eine Kundin vor sich hin. Der Ruf des Cafés könnte leiden, wenn du nichts unternimmst. Vielleicht solltest du die Hilfe anbieten. Komm ruhig wieder, wenn du dich verläufst. Okay, wir machen das. Wir haben immer nur noch einen Digi-Raum. Oder immer noch. Oh Mann. Dass ich diese Schwestern jetzt irgendwie hier noch antreffen kann. Haut mich jetzt irgendwie vom Sockel. Da ich jetzt noch nicht gerade viel gemacht habe, kann ich speichern eigentlich. Ich habe noch nicht gespeichert seit dem letzten Mal. Na. So. In Nakano im K-Café. Okay. Ha. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wo ist dieses K-Café? Zumindest nicht hier. Ich habe doch keine Ahnung, wo dieses K-Café ist.
Hä? Gut, so suchen wir nochmal alles. Im K-Café. Wo ist das schon wieder? Ohne Spaß. Ach so, das dort hinten. Okay. Sollte man auch zuerst wissen. Hä? Digimon-Medaillen, die sind Sammelitems mit verschiedenen Digimon-Designs. Man kann sie an allen vielen Orten, an vielen Orten erhalten. Sieh die Medaillen zusammen, verkaufst du zu Geld und fügst sie der Sammlung hinzu, wenn du eine hast, versuchst sie zu verkaufen. Was hat er gesagt vom K-Café? Ach so, hier drin. Ah, Sunny, hallo. Es ist so, ich habe das da was auf dem Herzen. Ich komme nicht alleine damit zurecht. Das ist ein ziemlich kniffiges Problem. Kann man bei Hoodie einen Fall eine bestimmte Person geben? Ich möchte wirklich gerne, dass du mit mir hilfst. Ja, eigentlich schon. Prima, ich schicke dir den Fall. Bitte sieh ihn dir an, wenn du Zeit hast. Gerne. Und jetzt darf ich einfach wieder zurück, oder wie? Wegmann-Medaille. So, jetzt bin ich gespannt, wie viel diese Wegmann-Medaille... 10 Yen nur. Das ist ja lächerlich. So. Da wieder raus. Und jetzt ab zu Hori. Leih mir deine Freundin für einen Tag. Ich soll für einen Freund Orte prüfen, brauche dazu aber deine Hilfe. Okay. Machen aber nur diese Mission, würde ich sagen. Das ist ein Fall von Yu, bestimmt der, den er im K-Café erwähnt hatte. Was meint er mit Überprüfung? Werden wir sehen. Als ich ihn kontaktiert habe, hat er gesagt, er sei im Tokyo Handy. Dort fange ich an. Ich komme gleich.
ein Tokio-Handy. Wo soll das sein, genau? Keine Ahnung. Geil. Irgendwie ist wieder ein bisschen vergrößert. Das Ganze. Jetzt kann ich nämlich schon nicht mehr einen Kühlermann dabei haben, sondern einen Fährmann. Na? Würde ich einfach mal so sagen. Dann kann ein Kühlermann selbst ein bisschen trainieren. Hallo, danke, dass du meinen Fall übernimmst. Also wegen des Falls, offen gesagt, möchte ich, dass du mit mir ein paar gute Orte für ein Date suchst. Ja, ich weiß, es klingt ein bisschen seltsam. Verstehe mich nicht falsch, ich habe nichts Übles im Sinn. Ein Freund hat mich gebeten, Orte für ein Date für ihn zu überprüfen, die er mit seiner Freundin besuchen kann. Erst habe ich ihm abgesagt, weil mir die Sache peinlich war, aber er hat darauf bestanden. Also bitte, wenn auch nur, um meinen Freund zu helfen, bitte komm mit mir. Ein Mädchen, wovon redest du? Ich kann doch kein Mädchen einladen, ich kenne ja nicht mal welche. Also kommst du mit mir? Ja, muss ich ja wohl. Danke, ich wusste doch, dass du auf dich verlassest. Also gehen wir zum ersten Ort ins Aquarium. Oh Gott im Himmel und Balthasar. Oh, sieh nur, ein Schwarm kleiner Fische schwimmt in unsere Richtung. Oh, tut mir leid, ich war ewig nicht mehr im Aquarium. Ich bin nicht richtig aufgeregt. Ich muss diesen Ort überprüfen. Fangen wir an. Kannst du die Freundin spielen? Ich werde der Freund sein. Was? Wenn wir nicht für Stimmung sorgen, wie sollen wir dann überprüfen, ob sich dieser Ort für ein Date eignet oder nicht? Ich wäre nicht sehr gut darin, das Mädchen zu spielen. Das übernimmst du. Also jedenfalls, dass wir, ich will aber der Junge sein. Ich will aber der Junge sein. Das ist die richtige Einstellung. Du wirst es prima machen. Okay, die Rollen werden verteilt. Dann mal los. Oh Gott. Du wolltest doch hierher kommen, nicht wahr? Oh, das hast du dir gemerkt, wie süß. Nicht dein Ernst. Natürlich, sowas will ich doch nie vergessen. Oh, sieh nur, ein Clownfisch. Ist der nicht süß? Oh Gott. Aber nicht so süß wie du. Oh Gott. Wirklich. Ich krieg die Krise. Ah, da drüben läuft ein Pinguin. Also eine Pinguin schon. Gehen wir. Oh Gott. Ja, und jetzt lässt du mich so stehen, oder wie? Im Aquarium darf man nicht rennen, you. Ist klar. Oh, das hat Spaß gemacht. Und du bist ein Naturtalent. Ich hatte fast vergessen, dass du kein Mädchen bist. Jetzt gehen wir in einen Vergnügungspark und fahren mit dem Riesenrad. Der nächste Vergnügungspark ist, ach ja, das Riesenrad dort wird gerade repariert. Bis zum nächsten bräuchten wir eine halbe Stunde. Was sollen wir tun? Was? In der Nähe gibt es einen geeigneten Ort? Nichts wie hin.
aber es muss dort einen Riesenrad geben. Ich bringe ihn nach Ebene 1 in Unterkohlen. Okay. Und wie geht das? Ich möchte nicht zum DLC-Verteiler, du Knödel. Ich möchte einfach hier in meinen Lappy. Und möglichst nicht durchlecken. So. Eben. Ja. Da ist das Riesenrad. Wie sollen wir damit fahren? Es sieht nicht danach aus, als ob die Türen offen wären und das hält nicht an. Wir können nicht einsteigen. Egal, wir können es uns ansehen und uns vorstellen, dass wir damit fahren. Oh Gott. Du wirst auch hierher kommen abends. Nachts ist es hier so schön, Yu. Oh, nicht schaukeln, wir sind sehr hoch oben. Hast du Höhenangst? Oh Gott. Nein, aber du zu schaukeln könnte gefährlich sein. Außerdem, wenn ich näher an dich heranrutschen würde, könnte ich vielleicht nicht an mich halten. Was? Sonny, können wir Händchen halten, nur bis wir unten ankommen? Yu, ist das dein Ernst? Ha. Ha. Du so in deiner Rolle. Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit gehen würdest. Ich habe solche Szenen im Fernsehen gesehen. Ich wollte dich nur damit aufziehen. Oh Mann. Hey, ihr Turteltäubchen. Ihr seid in der Öffentlichkeit, nehmt euch ein Zimmer. Wollt ihr, dass ich mich schlecht fühle, weil ich Single bin? Was? Natürlich nicht. Hä? Mich legst du nicht rein, Kleine. Jetzt habt ihr mich wütend gemacht. Verschwindet. Sunny? Wenn ihr nicht hören wollt, dann muss ich euch eben Beine machen. Hast du eigene Ahnung, was ich da für Digimon habe, Junge? Alle auf dem Ultra-Level, du Pfosten. Wow, deine Digimon überleben das sogar halbwegs. Und jetzt Dunkelheit. Oder so. Jetzt bin ich gespannt. Nicht schlecht. Lächerlich. Ich greife mit Hasenklingen an. Ja, immerhin, die Betäubung hat zugeschlagen. Wie kann einer sterben, auf den es nicht sehr effektiv ist, irgendwie? Okay, interessant. Eine Klatsche an den Kopf und da liegt die Kakumon. Und jetzt noch Gargumon. Weg da. Ich hoffe, ihr beiden werdet sehr glücklich miteinander. Puh, sieht aus, als hättest du mir aus der Patsche geholfen. Danke, dass du mich beschützt hast, Sunny. Aber ich bin heute der Junge, das wäre eigentlich meine Aufgabe gewesen. Hättest du es nicht mir überlassen können?
Wobei es ziemlich cool war. Es ist nur schade, dass sie alles. Was soll das? Gehen wir zum nächsten Ort. Das ist der letzte und das ist kein Klassiker. Oder es ist ein Klassiker. Und das wäre. Dieser Café ist ausgezeichnet. Ich weiß, für uns ist es normal, aber ein Café ist ein klassischer Ort für ein Date. Der Fall heute hat dir nicht gefallen, oder? Das hat dir nichts ausgemacht, das ist gut. Zwei Typen, die gemeinsame typische Orte für ein Date besuchen, das wäre manchen Leuten ziemlich peinlich. Aber egal, wie unangenehm es dir auch war, du hast trotzdem mitgemacht. Weißt du noch, als ich als Kind unbedingt ein Geisterhaus besuchen wollte? Wir sind in den Vergnügungspark gegangen, den kleinen, der ziemlich weit weg ist. Ich kannte Geisterhäuser nur aus dem Fernsehen. Obwohl ich unbedingt hinein wollte, hatte ich zu große Angst, allein zu gehen. Ich habe dich gezwungen mitzukommen. Du hast geweint und laut protestiert, weil du nicht hinein wolltest, aber ich habe nicht aufgegeben. Und wenn das du gesagt, du würdest dein Bestes tun. Als es dann tatsächlich Zeit war zu gehen, war ich es, der geweint hat. Du hast mich getröstet. Das weißt du noch? In diesem Fall gute Arbeit, würde ich sagen. Weißt du noch? Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Aber gut, sie muss sich auch daran erinnern. Das wäre etwas fail. Hast du noch ein bisschen Zeit? Ich will dich auf ein Stück Kuchen einladen. Zum Dank für deine Hilfe heute. Los gehen wir. Oh Mann. Hier ist es gut, danke für heute. Ich habe diese Orte für ein Date überprüft und zum ersten Mal seit einer Ewigkeit mit dir Zeit verbracht. Es hat mir Spaß gemacht. Übrigens, welche von den Orten, die wir heute besucht haben, hat dir am meisten gefallen? Ah, das werde ich mir merken. Bis dann. Es ist lange her, dass ich mich an einem Tag so gut erholt habe. In letzter Zeit habe ich viel um die Ohren. Du musst gewusst haben, dass ich das brauchte. Nun, ich sollte lieber zu dir zurückkehren. Hat er eigentlich überhaupt Freunde außer mir? Das kommt ihm reichlich spät in den Sinn. Definitiv. TP-Generator, okay. Oh, wir sind wieder durch, Freunde. Das heißt, wir haben das nächste Kapitel am Start. Im nächsten Part auf jeden Fall. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Deswegen, nö, wir machen noch ein bisschen weiter, weil dann kann ich das Offscreen wieder laufen lassen, wieder mal. Würde ich auf jeden Fall feiern. Ich habe seitdem nicht mehr von K gehört. Ryuichi und die anderen sind auch nicht da. Vielleicht schaue ich mal auf die Anschlagtafel. Na, kono aida itta oharai kouka wa atta ka? Exorzismus? Sore ga imaichi nanda. Eden de uwasa no shiroi shoujo no yurei o michimau shi. Akihabara de kaigenshou ni mo makikomare chimau shi. Sekkaku 10 man mo suru tsubo hatta no ni na. お払い本当に効果あったのかな。バカだな。お前知らないのか。ああいうの薬と同じだ。何度も行かなきゃ効果はねえんだって。そうだったのか。だからか。なんだかさっきからまたあのビップルームから悲鳴が聞こえる気がしてさ。やべえよそれ。お払いの効き目が切れてきたんだって。また行ってこいよ。俺付き合うからさ。 Was diese beiden wohl damit zu tun haben? Schon wieder Schreie. いつも
人聞きの悪いこと言わないでよね。ちょっとお仕置きしてるだけでしょ。この子、私と記憶共有したからハッキングができるようになったでしょ。だから試しに一人でウイルスプログラムを作らせてみたの。そしたらこの子、ユリによって出来上がったウイルスを私に仕掛けたのよ。おかげで私の端末の画像ファイル全部ヌメモンのドットグラフィックに変換されちゃったの。だから同じドットでお仕置き中。とは言ったけど、私に仕掛けろとは言ってないでしょ。その姿でちょっと反省してなさい。そんなに怒らなくてもいいじゃない。せっかくエリカの記憶から再生したのに。クーディエができる前にね、エリカも同じようなことをやったんだよ。リュウジに自分のスキルを見せるために、リュウジと千歳の端末の画像ファイルを全部ドットに変えちゃったの。何のドットに変えたって。それはあれだよ、リンクの。余計なこと言うと今度は麻痺を追加するわよ。なんで言っちゃダメなの。エリカ、あの時は最高に生かしてると思ってやってたんでしょ。だからそれと同じことをしただけなのに。成功した経験則に基づいているから喜んでもらえると思ったのに。あんたは過去の経験を局所的に抜き出してるからそう思うだけで、今の私にとっては忘れたくても忘れられない過去の恥ずかしい記憶なの。時系列を踏まえて記憶を整理してよね。難しいよ。いつの間にか私より昔の記憶の検索が巧みになってきちゃって、自分がもう一人いるみたいで、すっごく変な気分。私がいないところで余計なこと言わないようにサーバにプロテクトかけとかなきゃ。仕事が入った。これから又吉さんの部署、電脳犯罪捜査課のサーバにハッキングをかける。ザクソンからの依頼だ。お兄ちゃん、私は今回は一緒にやってもいいでしょ。無理はするなよ。まず関係者のアカウントを手に入れる。対象は又吉さんだ。申し訳ないが、アカウント情報を拝借する。準備してくる。千歳に伝えておけ。よかったね、エリカ。ユージからお許しが出て。エリカ、私も一緒にやってもいいでしょ。そうね、画像データを全部復元できたらいいよ。おー、それなら急がなくっちゃ。どうしたの。さすがにまずくないかって。そりゃいいわけないけど、私たちはハッカーだよ。時々はこういう仕事も来る。Düstere Cyberwelt. So, Kapitel 8. Erika meint, es würde schon schief gehen, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich sollte lieber mit Chitose reden. Oh, どうした?話があるって?いいぜ。今仕事中なんだ。休憩で抜けるから、タワレコ前で会おう。Zu tun, egal, ich mach mich auf nach Shibuya. Er ist sicher am Frauen aufreißen, der Typ. Naja, gut. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Wir sehen uns in der düsteren Cyberwelt wieder im nächsten Part, wenn es denn wieder heißt Digimon Cyberslove 2 in Hacker's Memories.
Ich sag mal das. Würde ich sagen. Tja, und bis zum nächsten Mal. Tödelö.